Verbandsgemeinde und insbesondere auch aus der Stadt Konz. Ich wollte Sie noch mal von meinem Schreibtisch ganz herzlich hier begrüßen. Wir haben uns häufig draußen auf der Straße bei Festen und bei verschiedenen Veranstaltungen getroffen. Man kann sagen, dass ich nach knapp 10 Jahren Arbeit für die Stadt- und Verbandsgemeinde Konz zuerst beginnend als Beigeordneter und dann 2008 in der Nachfolge von Winfried Manns als Bürgermeister gerne mit Ihnen zusammengekommen bin, und die Arbeit als Bürgermeister hat mir außerordentlich viel Spaß gemacht. Ich konnte mit Ihnen zusammentreffen und konnte viel gestalten, sowohl für die Stadt als auch für die Verbandsgemeinde. Ich glaube, ich kann auch mit einer bestimmten Bescheidenheit sagen, dass vieles gut gelungen ist und sich die Infrastrukturen verbessert haben, insbesondere, dass sich das Thema familienfreundliche und kinderfreundliche Stadt- und Verbandsgemeinde arg nach vorne transportiert habe. Das hilft insbesondere den jungen Familien, den Kindern, es hilft aber auch allen Menschen, denn damit haben wir eine wunderbare Welt hier in Konz geschaffen. Der Weg nach Mainz, der wird die Arbeit ein Stück weit anders gestalten, aber ich kann mit den vielen Erfahrungen, die ich jetzt hier in Konz gesammelt habe, auch in Mainz, ja, an einer herausgehobenen Stelle mich sehr für die Interessen der Kommunen, der Städte und der Gemeinden einsetzen und damit natürlich auch für die Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist für mich eine neue Herausforderung, die ich jetzt gerne angehen werde und sicherlich die nächsten Jahre auch, die mich sicherlich auch die nächsten Jahre voll begleiten werde. Eins ist aber sicher, ich bin ein Kind hier von Saar und von Mosel, da bin ich aufgewachsen und meine Anker sind hier fest in der Erde drin, sodass ich auch meinen Lebensmittelpunkt hier behalten werde, und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir uns auch zukünftig begegnen werden, wenn mich auch die Arbeit nach Mainz ruft und auch sicherlich in vielen Fahrten durch das ganze Land und die ganze Republik. In Konz Stadt- und Verbandsgemeinde Bürgermeister zu sein, war für mich eine sehr wohltuende und voll erfüllende, zufriedenstellende Arbeit. Das möchte ich niemals missen.